Ich war in einer Drogenküche und da wurde richtig mieses Zeug gekocht. Das hab ich schon gesehen, das ist, ja. Aber ich find's krass und du hast jetzt hier einfach mal ein paar Liter heftige Drogen produziert. Es wird in einer E-Zigarette geraucht und der Rausch, der soll richtig krass sein. Also schlimmer wie beim Heroin. Sie nennen es CBD Liquid, aber mit dem normalen CBD hat es überhaupt nichts zu tun. Aber genau unter diesem Namen wird es zum Beispiel auf Instagram verkauft. CBD ist hier nur ein Deckmantel. Horror-CBD. Wie sieht die Welt dieser Droge aus? Ich bin ein bisschen zu früh. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich bin noch aufgeregt. Jo. Ich gehe schon mal raus. Ich wurde von jemandem angeschrieben, der lange auf diesem illegalen CBD-Liquid drauf war. Und er meinte schon am Telefon, dass dieser Rausch alles andere als toll war. Wir treffen uns auf einem Parkplatz. Ich bin allein unterwegs. Das war der Deal für unser Treffen. Also ich bin jetzt nochmal woanders hingefahren und warte jetzt hier. Diese Person möchte nicht gefilmt werden. Ton ist wahrscheinlich richtig scheiße. Ich habe ja gar kein Mikro dabei. Muss mich mal besser ausstatten. Oh. So, hey, so jetzt. Wo bist du denn jetzt? Die Treppe hoch? Ja, genau. Cool, dass du da bist. Ich mach mal kurz aus, damit du siehst, wie der Ausschnitt ist, ja, damit du mir vertraust, ja? Der Typ ist so Mitte 20, sportlich. Er wirkt sympathisch, nicht drauf oder so. Auf der Straße hätte ich mir nichts gedacht. Okay, cool. Also wir haben gerade vereinbart, dass ich mich filme und die Person nicht. Wie geht's dir? Gut, gut. Cool. Und dann gibt er mir das Zeug, wodurch er einen, wie er sagt, schlimmen Rausch hatte. Also wie heißt das? CBD Liquid. Die sagen, das heißt CBD Liquid, aber es ist nicht CBD Liquid, oder? Nee. Aber weißt du, was da drin ist? Keiner weiß das. Was ist das für ein Zeug? Und du ziehst 2, 3, 4 Züge. Ich sehe da auch positive Aspekte, Kate. Nach 20 Minuten bist du wieder normal. Nach 20 Minuten ist es weg. Das ist das. Aber Chalandra, Baida ist ein Rich Boy, der vor 20 steht. Vor 6 Monaten. Und seitdem nicht mehr? Weil? Kopf. Macht dich bekloppt, oder was? Psyche. Na, ich hab das fast ein Jahr gemacht. Du hast es ein Jahr gemacht? Gerade denken, dass ich reich bin. Und was hat das mit dir gemacht? Baida, du bist reich. Nein. Also zur Aufklärung. Baida wohnt im nobelsten Stadtteil Dresdens. Das stimmt. Nee, ist nicht schlecht, aber ist nicht der nobelste. Dresden hohe Düne und lebt in einer knapp 850 Quadratmeter Villa. Seine Eltern sind Millionäre. Es sind nur 400 Quadratmeter. Ja, das Gartenhaus, in dem du eigentlich wohnst. Mit Keller. Ja, also, warum nimmst du das dann, du Affe, wenn das schon, solltest du das lieber von der Pflanze? Ron, Abhängigkeit von Drogen ist halt leider nicht ganz so witzig. Und wenn die Leute dann mal da drauf sind, dann sind sie halt drauf. Immer? Bauchschmerzen. Mhm. Man konnte nicht mehr so gut essen, nicht gut schlafen. Leute sind umgekippt davon, das kann nicht normal sein. Red Fox, vielen Dank. So, jetzt habe ich für dein Resub mit Prime im siebten Monat, im zehnten Monat schon, siebten Monat Streak. Vielen Dank, Ausrufezeichen Liebe für den Red Fox. Auch an dich, wenn du denkst, Gifted Subs rauszuhauen, mach das bitte als Dono, wäre ich dir sehr verbunden. Und vielen Dank, zehn Monate schon, vielen Dank. Riechen oder so. Super lieb von dir, Dankeschön, Mann. Und das schicken wir dann ins Labor. Es ist völlig verwirrend. Normalerweise ist CBD eine natürliche Substanz, soll gesundheitsfördernd sein. Aber das hier voll synthetisch. Sie verticken das sogenannte CBD Liquid oder auch C-Liquid und. Buster, welches Grundstück meinst du? Den Baidas gehört das Stadtgebiet Dresden. In Gänze. Paddy, danke für den Follow. Ich wollte gerade sagen, also was für ein Grundstück uns gehört hat, das Viertel, wo ich wohne. Ja. Und jeglicher Bewohner in dieser Stadt ist letzten Endes nichts anderes als ein Vasall und Angestellter der Baidas. So ist es. Kennst du das Adelsgeschlecht Baida nicht? Die haben ja damals schon die Preußen aus Sachsen vertrieben. Die haben August den Starken vertrieben. Ja, eben. Die haben August den Starken zu August dem Kackold gemacht. Und seine Schätze geplündert und jetzt gehören sie halt mir. Und seinen Arsch geraped. Was? Wie bitte? Wer? Nee, also Baidas Familie ist auch im kulturhistorischen Kontext sehr bekannt. Das sind auch die den Hitler umgebracht haben.
Das sind die, die Netflix erfunden haben, oder? Ja, das war sogar der Urgroßvater von Beider. Vor lauter Langeweile. Ach du Scheiße, Styx! Du bist doch absolut verrückt, Alter. Ausrufezeichen, liebe den Chat. Styx haut einfach mal Mindestlohncheck, lull. Sag mal, hast du sie noch alle, Styx? Vielen Dank für deine 55 Euro, Leute. Ausrufezeichen, liebe in den Chat für Styx. Ich will jetzt nichts anderes sehen. Jeder, der was anderes schreibt, wird gebannt. So. Vielen Dank, Styx. Super, super lieb von dir, Mann. Och, Gottchen. Küsschen, Mann. Vielen Dank, Bruder. Du bist eine absolute Legende, Mann. Hast du sie denn noch alle? Dankeschön. Du kriegst natürlich gleich deine Kniebeugen. Dann zieh ich mir gleich gleich mal Höschen wechseln, weil ich werde ja nachher eh noch Sport machen. Vielen Dank. Bist du verrückt, Alter? Uff. Dankeschön, Mann. Ich hol schnell mal Essen, dann zieh ich mir schnell Höschen um und dann vielleicht deine Knie beugen. Vielen Dank, du Legende, Alter. Guckt euch doch mal bitte an, wie fett meine Oberschenkel die Woche geworden sind. Das, wenn ich eine Kniebeuge mache, das ist so eine Hose, das ist praktisch 2 in 1. Und der graue Stoff, der rutscht nach oben und bleibt dann da. Oberschenkel so dick wie Dönerspieße. So müsstet. Die haben aber diese Woche echt ganz schön an Umfang gewonnen bisher. Die platzen bald, Mann. Die sind auch hart wie Stein einfach gerade. Oh, Mann. Ist schon fertig mit Kniebeugen? Es waren 11 Stück, ja. Ach, verdammt. Vielen Dank, Stex. Super, super lieb von dir, Mann. Verrückter Mensch einfach. Eure Lordschaft Beider, ja? Eure... Einfach der Beste. Komm, dann die Kinder durch, was? ja.
Fitte läuft auf zwei Dönerspießen. Das ist gar nicht mal so weit entfernt, weil die Beine sind halt teilweise echt super steif einfach. Vielen, vielen Dank, Steak. Super lieb von dir, mein Bester. Kussi, Alter. Ehre. Richtiger Ehrenmann. So, ich esse jetzt weiße Bohnen mit Wienerle drin. Und dazu schönes CBD-Liquid. Das baller ich mir auch gleich. Schön on Stream. Schön, das verdäuerli. Dann erstmal für 3 Stunden im Sitz. Total weggetreten hätte. Ich weiß gar nicht, was alle an dem Stream so interessant finden. Unter anderem über Instagram. Legal, nicht nachweisbar, schreiben sie. Bunte Fläschchen, angeblich noch nicht vom Gesetz erfasst. Gedacht für die E-Zigarette. Vielen, vielen Dank, Sexmann. Der Kolben soll noch mehr ballern. Kranke Sorten, super stark. 100% High-Effekt. In den Allein, wie das beworben wird, ne, wer das kauft, hat schon Haupt von Hals verloren. Alter. Wer auf so eine Werbung reinfällt, der muss nicht ganz dicht in der Birne sein. Ja. Dem ist seine eigene Gesundheit scheißegal. Ja. Es ist so traurig, wie es klingt. Es ist so. Aber so, das sind Wenn Leute... Wenn das so auf Instagram beworben wird, du denkst so, oh ja, das ist geil, dann bist du einfach nicht ganz dicht. Aber dafür sind halt auch Leute anfällig, die vielleicht extrem süchtig nach irgendwas sind und sich das vielleicht nicht mehr leisten können. Und dann kommt irgend so ein Kecker um die Ecke, Digga, ich hab was, das ist viel geiler als das und das ist sogar noch günstiger. Die scheißen auf ihre Gesundheit, die brauchen den Kick. So günstig ist das gar nicht, kommst du später noch drauf. Ah, okay. Also ich weiß halt nicht, wie es preislich ist, aber ganz ehrlich, wenn da steht, yo, das knallt dich halt komplett weg, das bringt dich fast um, wenn wer sowas, oh ja, das möchte ich, der scheißt halt wirklich auf seine Gesundheit, Alter, psychisch und körperlich. Bro. Beider, wie sind denn deine Erfahrungen damit? Weiß ich nicht. Man werde nach 4 Zügen breit. Klar ist aber, weil der Name so trügerisch ist, gibt es großes Durcheinander und oft genug harte Warnungen. Den Scheiß, den dein Kollege dir verkauft, ist der Dreck. Du bist besser daran, Crack zu rauchen. Oh mein Gott. Ja, und hier bringt es jetzt einer eigentlich auf den Punkt. Crack. In so einem Forum, ja. Crack. Überschrift Liquid aus synthetischen Cannabinoiden. So, und jetzt schreibt er... Dass er halt die ganze Zeit eigentlich dachte, so CBD, er konsumiert CBD-Liquid und merkt so, wow, okay, krass, das macht anscheinend richtig high. Und jetzt schreibt er nämlich, als mich allerdings ein Mann ansprach und sagte, dass es momentan auf dem Markt Liquids gibt, die aus synthetischen Cannabinoiden bestehen, demnach also chemisch und trotzdem unter dem Namen CBD verkauft werden, wurde ich skeptisch. Weil auf chemische Scheiße habe ich keinen Bock. Könnte mir jemand weiterhelfen? Was denkt ihr? Was ist es? Und was ich da rauche, wäre gut, wenn jemand noch ein bisschen aufklären könnte. Ja, danke schön. Das ist aber doch genau die Thematik, was wir doch in dieser einen, wo der Beitrag doch viel zu kurz war, mit dem chemisch gestreckten Gras. Genau dasselbe, ne? CBD und dann aber dieses synthetische Zeug. Uff. Das machen wir jetzt bestimmt. Während meiner Recherche werde ich angeschrieben. Und Ron, diese Leute sollten anfangen, sich Bücher zu kaufen und das Internet abzuschaffen. Nee, ist eine ganz beschissene Geschichte. Und dann bin ich nämlich arbeitslos und ich werde nicht mehr in der normalen Arbeitswelt arbeiten gehen, sag ich dir so, wie es ist. Aber mehr Bücher lesen würde den meisten echt nicht schaden. Oder allgemein mal lesen, es würde nicht schaden, im Internet noch was nachzulesen. Ja, einfach mal die Erfahrungsberichte lesen. Digga, ich war 3 Tage war ich weg. Da sagt sich kein vernünftiger Mensch, das will ich auch. Ja. Aber Sugar Pancake schreibt es gerade so richtig, warte, erst rauchen und dann fragen? Also nach wochenlangem Konsum ist mir aufgefallen, dass ich dann montags konsumiere und donnerstags erst wieder wach werde. Könnte das eventuell ungesund sein? Uff. Er behauptet, er sei ein Dealer, der vor allem dieses CBD-Liquid vertickt. Ich will ihn treffen. Mein Kollege Suleiman begleitet mich. Der Dealer verkauft aber nicht nur. Er sagt, er kocht diese Droge im großen Stil selbst. Ich weiß nicht viel von ihm. Er macht nämlich ein großes Geheimnis um seine Identität. Daher treffen wir uns auch an einem Ort, wo er nicht herkommt. Das wird Gründe haben, schätze ich. Regeln. Also ich komme mir jetzt wirklich vor wie im schlechten Krimi, ne? Jetzt schreibt er, dass ich mein Handy oder wir unsere Handys im Auto lassen sollen. Ja. Und dass da jetzt ein Kollege irgendwo auf uns wartet und wir dann bei ihm mitfahren sollen. Ja, ciao, ey. Das wir fahren erstmal. Nein, ciao, ey, wir machen es trotzdem. Erstmal, okay? Ja, okay. Und ich warte jetzt da draußen, ja? Okay.
Er schickt uns einen Mittelsmann. Ich kann das hier alles nicht überprüfen, sondern vertraue gerade darauf, dass dieser Informant, der auspacken will, keinen Scheiß erzählt. Mein Handy muss ich auf Flugmodus schalten und den Ortungsdienst ausmachen. Nee, ich hätte von vornherein gesagt, das Handy kommt nicht mit. Mir richtig Schiss, dass herausgefunden wird, wer sie sind. Okay, also Handys müssen wir ausmachen. Mhm. Wir sollen jetzt hier parken und dann gehen wir zu Fuß mit. Okay, also ja? Ich die Kamera auch mitnehmen. Also du, ja, die jetzt. Kamera nimmst du jetzt auch mit, okay, und das Handy muss ich, kannst gleich. Du... Genau. Alles klar. Okay, so. Du hattest ja gesagt, keine Handys, Ortungsdienst aus und so. Und du hast halt einfach keinen Bock auf Stress. Genau, wir sind vorsichtig. So dumm war ich jetzt nicht. Mein Handy ist hier in meiner Handtasche. Es ist aber komplett aus, damit wir auch... Der Ombudsmoderat, hey, einen wunderschönen. Und Max, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Einen herzlichen guten Morgen an alle, die mit rüber shoppen. Um ein bisschen mehr aufzuklären. Was würde passieren, wenn man weiß, wer du bist? We are watching a video about CBD. Warum hast du dich gemeldet? Hallo Noob Gang, vielen Dank für deinen Follow. Ich finde, hi. Man muss darüber berichten. Das ist eine Droge, die gerade zunimmt, an Popularität gewinnt. Moin Max. Niemand weiß genau, was drin ist. Also na, wieder ein bisschen Valorant gemacht? Von vorne bis hinten verarscht. Denen wird gesagt, dass es CBD ist, was entspannt. Ombus, aber ich weiß ja, it's about the synthetic CBD. Wollen wir CBD. Einfach mal uns das Zeug angucken? Ja. Drugs and stuff, you know? Okay. Eigentlich hat der Dealer eine große Drogenküche, sagt er. Oh, der Homeoffice, heute nicht schlecht. In einer fremden Wohnung. Oh, mir geht's gut, Noob Gang. Wie geht's dir mal besser? How are you, Ombus? Und das ist das Zeug, was in den kleinen Fläschchen landet. Der künstliche Wirkstoff. Sieht eklig aus. Sieht halt aus wie Gift. Wenn ich das rieche, macht das schon was. Nein, mit mir. Ja. Das stinkt. Boah, ja. Rattengift oder sowas. Okay, das ist. Wenn es auch so danach riecht, dann ja. Ist es wahrscheinlich auch. Ja, irgendwas. So Pestis oder irgendein ja. Sugar Pancakes, vielen Dank für deinen Resub also mit Prime im vierten Monat. Heroin, das ist schlimmer als Heroin. Jetzt ich hab Leute, die das rauchen. Ja, doch, hat gesagt, das ist Gift. Also, alles klar. Bitte? Hätte gerade gesagt, dass es Gift ist, von daher. Es ist, Drogen sind ja eigentlich nichts anderes als Gift. Die Menge macht es halt letzten Endes. Ja, aber zwischen einer Mohnblume, die du irgendwie herstellst, und Rattengift, dass du irgendwie mit einem Erdbeer-Liquid zusammenmixst, ist dann doch nochmal ein Unterschied. Es ist letzten Endes wirklich nur die Dosierung von diesem Rattengift, wie es zusammengemixt wird. Ja, gucken wir mal weiter. Weil das Rattengift ist letzten Endes, jetzt mal übertrieben, also, ne, ist aber letzten Endes auch irgendwann mal aus dieser scheiß Opiumblume. Das ist wie mit Heroin. Du kannst, oder halt Opiumblume, Mohnblume. Du hast eine Mohnblume, ritzt die an und kriegst das Opium. So. Das ist doch bei weitem nicht so schlimm, wie das, was man hinterher raus raffinieren kann, zum Beispiel Heroin oder andere Opiate. Das ist halt schon echt, ja. Das ist halt schon echt crazy. Ich meine, du kannst hier rein theoretisch auch eine minimale Dosis Rattengift hinterknallen und nichts passiert, außer dass du einen Rauschzustand hast. Ist es schlau? Nicht unbedingt. Danke für die Anleitung. Ja. Noob Gang, dafür braucht man keine Anleitung. Also das ist Common Sense. Das ist Allgemeinwissen. Wie Mond gehst du ganz wird. Kurz auf YouTube ein und das erste Video erklärt dir alles, was du wissen musst. Du brauchst halt den Schlafmond dafür, den darfst du in Deutschland kaufen, du darfst ihn im Garten anbauen, aber sobald du da die Mondkapseln irgendwie anritzen solltest, das kriegt jemand mit, ist Besitz illegaler Substanzen, keine Ahnung, was kriegst du Ärger dafür? Vor allem, wenn du es verkaufst, ich würde es dir nicht raten. Also keine Anleitung, das ist wirklich, das weiß jeder. Ich hab in meinem Leben noch nicht einen Johnny geraucht, ich habe mir noch nie selber eine Zigarette gedreht, aber ich weiß, wie das funktioniert, also von daher, das ist wirklich... Nichts Besonderes. Das Schlimme ist halt, wenn da synthetisiert wird und da die Wirkung potenziert wird und da wirklich, keine Ahnung, statt der natürlichen Dosis einfach nochmal drauf und nochmal. Echt kritisch, Alter. And Ombus, I don't want to give you drugs. I'm not a drug user myself. Arbeit, ich habe Polizisten, die das rauchen, Leute beim Zoll, die das rauchen. Wirklich jeder konsumiert das. Das ist eine Epidemie geworden. Das ist sehr, sehr schlimm. Und alle Dark Shouts. Die Küche ist voll mit Aromen. Und Sugar Pancake, vielen Dank für deinen Resub mit Prime im vierten Monat. Auch an dich die Bitte, solltest du mit dem Gedanken spielen, Gifte Zaps rauszuhauen, mach das bitte als Donation. Mit Gift, um es kurz zu machen. Digga, da krieg ich Hass, ne? Der mischt den Scheiß wahrscheinlich wirklich in so einem Drecksputzeimer, ne? Aber so ist, wie Drogen hergestellt werden, Alter. Wenn du mal guckst, wie die in Kolumbien da... Na, in hier Mexiko ihr Opium herstellen, ist 1:1 so auch draußen, meistens freier Himmel wegen Explosionsgefahr und.
und dann halt in Eimern. Und das halt aber halt dann in Riesenmengen, ne? Ja. In etwas größeren Eimern oder mehreren Eimern dann, ne? Die haben ja, so wie sie Kokain herstellen, Kokain wird ja mit irgendeiner Säure. Und dann hast du echt gesehen, wie er sich Gummistiefel angezogen hat. Und auf einmal stand er da in dem Becken, macht die Hose auf und der ist auch so eine Doku und der Reporter so, was machen Sie denn jetzt? Ja, ich pinkel da rein, das ist mein eigenes Aroma. Da dachte ich mir so, jo geil, Alter, jeder, der sich das Koka dann später durch die Nase zieht, der hat einfach mal so ein bisschen von seiner Pisse drin in der Nase. Aber gut, ja, Mann, da ist die Pisse ist wahrscheinlich noch der geilste und gesündeste Anteil in dem Scheißstoff drin. Na gut, je nachdem, wie er sich halt ernährt, ne? Ganz ehrlich, ich würde mir lieber seine Pisse durch die Nase ziehen, als keine Ahnung, Kokain oder so ein Dreck. Es ist ja eigentlich nur Schmutz. Also eine Natursubstanz, halt das Koka von den Pflanzen, so diese Inhaltsstoffe. Und dann der Rest ist halt pure Chemie, Alter. Und ein bisschen Pisse dazu. Ich glaube, da finde ich die Pisse am wenigsten schlimm, Alter. Alles vorbereitet. Genau. Ja, alles ich können wir welche Droge ist, weil wir jetzt auch mit Benzin oder sowas. Und die genaue Zubereitung erspare ich. War das nicht bei Kokain? Doch, bei Kokain wird das nämlich auch mit Benzin noch irgendwie vermischt und das kann. Allein wenn du das hörst, musst du dir eigentlich denken, das kann eigentlich nicht. Das erklärt auch den hohen Preis, ja? Also Benzin ist ja auch toll. Ja gut, in London ist günstig. 30 Euro Gramm oder sowas, 30 Pfund oder so. Uff. Ja, London ist Kokain-Hauptstadt Europas. Keiner soll hier auf die Idee kommen, diesen Mist nachzukochen. Deswegen haben wir das gefilmt. Wenn die haben es eigentlich schon gesagt, haut einfach Rattengift und Erdbeerliquid rein, dann ja. Stinkt. Es ist kein schöner Geruch und auch nicht wie ein Furz oder so, ja. Es ist einfach nur so ein bisschen wie, es ätzt was. Ja, ist halt Gift. Überraschung. Ich bin eigentlich jemand, der immer gerne hilft in der Küche. No shit, Sherlock. Ich spiele nichts an. Ich spiele dich doch nicht mal mit ab, ey. Eigentlich kocht der Dealer diese Substanzen in riesigen Mengen, wie er sagt. Heute zeigt nicht er mir den schwer. Kleinen Topf, was er da eigentlich zusammenmischt. Und dann ist die Droge fertig. Ey, das ist so eklig, ne? Normalerweise pinkelt er ja auch rein für die private Note. Das hat er sich von einem Kollegen abgeschaut. Für die Privatkunden macht er nur immer schön eine Scheißerei, was? Dank ist eine nach Erdbeer riechende pinke Substanz geworden. Eine Droge für die E-Zigarette. Aber ich finde es krass, dass das jetzt hier keine 20 Minuten gedauert hat. Und du hast jetzt hier einfach mal hart ein paar Liter heftige Drogen produziert. Ein paar tausend Euro in 10 Minuten. Mhm. Das ist teuer. In der Weihnachtsbäckerei. Gibt manche Leckereien. Zwischen Koks zwischen CBD und zwischen CBD und Koks. Da, 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 da. Und dann taucht er auf mit seiner Chefkochmütze, das ganze Gesicht weiß gepudert. Ah, Junge! Ja, mit so einer Goldkette. Ja. Say hello to my little friend! Oh Mann. Aber warum zeigt er uns alles und warnt vor diesem illegalen Zeug? Wie war das? Erd, wenn man keine Drogen verträgt, sollte man keine nehmen. Und er hat ihm vorher die Spritze reingehauen, das Koks fressen lassen. Es wirkt irgendwie wie eine moralische Mischkalkulation. Boah. Er hat's allen gesagt, jetzt ist jeder selber schuld. Auch die Polizei warnt vor diesen Substanzen. Was da so leicht in die E-Zigarette wandert, könne lebensgefährlich sein. Allein, dass du auf die Idee kommst, dass um das CBD heimmacht, dass du einen Rausch bekommst. Die Leute haben allein dieser Gedanke, was das für ein Stoff ist, ne? Allein dieser Gedanke, du musst dir nur denken, so CBD, der kickt dich nie voll auf die Couch und denkst so, ich hab mir gestern wieder richtig krass, ich hab mich so wieder weggebeamt mit CBD. Du meinst THC, ne? Nein, Mann, CBD ist so hardcore geiler Stoff, Bruder. Allein, dass das die Leute in die raffen, ist eigentlich so ein Armutszeugnis. Aber egal. Mies, Alter. Mein Dealer steckt offenbar tief drin im Drogenbusiness und eine Waffe ist hier wohl normal, für mich aber nicht. Ja, ich habe ja jetzt nicht die Knarre, um die Leute umzubringen oder so, sondern einfach, falls mich jemand umbringen will, dann töte ich ihn zuerst, fertig. Wo kriegt man eine Knarre her? Ja. Ach, da kommt die Frage. Aber der macht auch K.O.-Tropfen, so wie die redet. K.O.-Tropfen, gibt es auch schöne Dokumentationen drüber, kannst du als Nagellackentferner kaufen im Internet. Da brauchst du nicht mal Dark Web oder sowas. Ja, unterschiedlich. Also es ist wirklich eigentlich schwer, heutzutage ranzukommen. Ist nicht so einfach. So, brauchst du eine? Nee, bist du blöd? Man sagt so schön, du hast Blut an deinen Händen, du hast Abhängige an deinen Händen. Was hat man noch? Ich nehme gleich zwei, danke dir. Wer lehnt denn da ab? Ist sie doof? Also bitte.
RPK mit keine Ahnung, 2000 Schuss Munition plus, keine Ahnung, 2x50 Patronengurt. Dann geht's ab. Ich hätte gerne Saiga 12 bitte, mit 16 Schuss Magazin. Und Slugs bitte. Und meinen Namen eingraviert. Ja. Nickel-plated. Business hat man das. Ja, eben. Ich das ist das Business bei Drogen. Aber was hat dich dazu gebracht? Falsche Kreise, keine Ahnung. Ja doch, falsche Freunde so. Aber ich will jetzt nicht die Schuld auf meine Freunde oder so von damals schieben. Sag doch Geld. Ich war auch einfach gierig. Ich wollte auch einfach Geld. Ja. Was würde dich dazu bringen, das nicht mehr zu produzieren? 20 Millionen Euro Bargeld. Wo lebt er denn? Die 20 Mille, die hat er doch in ein paar Wochen rausgeschmissen. Erstens das und... Ach, Digga, wo lebt er denn? Dass er... Die Polizei denkt sich, okay, wir nehmen jetzt mal ein bisschen mehr in die Hand, in der Woche haben wir den. Zack, Knast. Scheiß auf die 20 Millionen. WTF. 20 Millionen würde ich sagen, wie niedrig ist denn dein Preis, Alter? Mann, die 20 Mille, wenn er die jetzt auf einen Schlag hat, Alter, die ist er nicht mal in einem halben Jahr, ist er die komplett los, das sage ich euch. Der muss erst überlegen, das ist halt übel viel allein für seine Flucht. Also, dann hat er nicht mehr viel, sag ich dir so, wie es ist. Junge, ey, wovon träumst du denn nach? Oder 10 Millionen, würden mir auch reichen. 10 Millionen können auch super schnell weg sein. Ja, ehrlich? Ja. Ehrlich? Man will immer mehr. Gott. Wer einmal den Hals nicht vollgekriegt hat, der wird nie zufrieden. Ja. Das ist echt, da musst du mal dran arbeiten. Die Kasse kann er nicht. Es geht mal wieder ums Geld. Sein Geschäft ist schmutzig, die Droge, die er verkauft, Dreck. Das weiß er selbst am besten. Kannst du mir nochmal... Ombus, kriegst eine Warnung. Du nimmst nämlich am Chat überhaupt nicht teil. Du schreibst zusammenhangsloses Zeug. Weil ich will, dass Leute, die jetzt zum Beispiel verarscht werden und denen gesagt wird, das ist CBD-Liquid, dass es nicht CBD-Liquid ist. Ganz offen und ehrlich, das ist einfach kein CBD-Liquid. Das will ich aufklären, fertig. Das Problem ist, dass die Leute auf Dauerbetrieb damit kommen. Auf was? Auf Dauerbetrieb. Dass die ohne das gar nicht, also die machen alles damit. Also ich finde eigentlich, das Problem ist, das ist so harmlos, das zu rauchen. Dass man immer einen Knopfdruck entfernt ist, das zu rauchen. Du musst ja nur auf den Knopf von der E-Shisha drücken und dann rauchst du das. Und nach zwei Zügen bist du high. Wenn das jetzt so wäre wie ein Joint, musst du den drehen, du musst rausgehen, versteckt rauchen, versteckt konsumieren und so. Dann wäre das auf jeden Fall nicht so schlimm. Wie schlimm der Rausch mit dieser Droge? Russell, du gehst da nach einem Verständnis ran, dass dieser Mensch... mit diesem Geld, was er dann auf einen Schlag hat, verantwortungsbewusst umginge und das vielleicht auch noch anlegen würde. Eben, er ist aber auf der Flucht. Digga, der Typ verdient mit Drogen sein Geld und der wird höchstwahrscheinlich kein besonders zuverlässiger Mensch sein. Es stellt sich mir die Frage, wie er da reingekommen ist. Ich vermute, dass er mit Geld vielleicht nicht ganz so gut umgehen kann. Wie es in der Realität wäre, wäre natürlich noch zu beweisen. Aber meine These ist, der hätte das Geld innerhalb kürzester Zeit komplett verballert. Vor allem, wenn er wirklich ein Leben auf der Flucht leben müsste oder sowas. 20 Millionen hat der super schnell durchgebracht. Vor allem, wenn er die auf einmal zur Verfügung hat. Möchte ich wetten. Basti, es wird wohl Gründe geben, dass du kein Drogendealer bist, der Drogen kocht und chemisch gestrecktes CBD verkauft. Während er das tut. Meinst du nicht? Sein kann, will einer seiner Ex-Kunden. Das heißt, du gehst mit 20 Millionen anders um als er, bin ich mir ziemlich sicher. Und auch du würdest von diesen 20 Millionen einiges investieren innerhalb kürzester Zeit. Ganz harmlos ich über einen Freund. Zum Beispiel, ja. Und danach der Hälfte der anlegen. Hat da von seiner E-Zigarette die ganze Zeit gezogen und war voll weg. Und wir meinten zu ihm, was nimmst du da die ganze Zeit? Und da hat er gesagt, CBD. Und dann meinten wir, zeig doch mal her. Und dann haben wir da 3-4 Züge genommen und waren in einer... Zeig mir, dass du dumm bist, ohne mir zu sagen, dass du dumm bist. ...einer anderen Liga. Man hat immer schon gesagt, das ist nicht CBD. Das kann gar nicht so wirken und so. Das macht dich nicht so stoned wie dieses Zeug. Aber man hat es nicht geglaubt, weil das so harmlos in einer E-Zigarette ist. Ich will von ihm wissen, wie das Gefühl war, diese Droge zu nehmen und was sich dann mit der Zeit bei ihm verändert hat. Der erste du kannst Zug, Crack auch in der E-Zigarette rauchen, ne? So. Sieht auch harmlos aus. Eben, weil du... Du kannst so mit der Lunge krank gehen, ne? Früher haben sie Pervitin geschluckt, was letzten Endes nichts anderes als Crystal Meth ist, als Medikament verordnet. Oder als Wachhaltetablette verkauft. Ist ja nicht so schlimm, ja, wenn man sich darüber keine Gedanken macht oder das vielleicht auch nicht weiß. Ja, okay, aber gerade bei CBD weiß ich auch nicht. Fragst dich, was ist das?
Und dann ziehst du noch 2-3 Mal und dann hast du deinen Turn. So, als ob du absturzbesoffen bist. Genau so. Ja, und das wäre für mich das erste Zeichen, wenn ich CBD-Tropfen mir irgendwie organisiert habe oder ein CBD-Liquid, wenn das eine Wirkung, solch eine Wirkung auf mich hätte, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen, was das wirklich für ein Zeug ist. Irgendwann wird der Turn nicht mehr so wie ganz am Anfang, sondern einfach nur zur Beruhigung. Weil wenn du das nicht... Eben, machst, es ist kein CBD. Und wenn es so eine Wirkung, eine berauschende Wirkung hat, was CBD nicht kann... Du musst das jetzt rauchen. Wo kriege ich das Zeug her? Du hast keinen Bock mehr, dich zu bewegen. Du hast halt von CBD schon so eine Art kleinen Rausch und High sein, aber das ist nicht dieser typische THC-Rausch mit deinen Lachflashs und sowas, die du halt hast, ne? Also, du bist halt entspannt, aber du bist... Entspannt, ja. Halt. So ein ruhiges Ding halt, aber nicht, als genau, wenn ich einen Rausch hätte. Nur zur Beruhigung. Genau, das einfach nur zur Beruhigung, vielleicht sogar zur Konzentrationsstärkung und so weiter. Weil so, ein Rauschzustand hat... ist eigentlich genau das Gegenteil. So, eben. Ich war total weggetreten. Das ist ein Rauschzustand. So, dass du halt wirklich, keine Ahnung, dass du vielleicht keinen richtigen, klaren Gedanken mehr fassen kannst und dass du deinen Körper nicht unter Kontrolle hast. Dass die Reflexe vielleicht nachlassen und halt. Und wenn das eintritt, dann wäre das keine Wirkung mehr von CBD für mich. Dann wäre das eine berauschende Wirkung, wo ich sage, das passt definitiv nicht zum Profil von CBD. Also kann das, was ich gerade zu mir nehme, kein CBD sein, sondern da ist was anderes dann dafür verantwortlich. Das ist ja so, als würde ich mir einen Erdbeerschnaps hinterknallen und würde dann sagen, boah, die Erdbeeren haben mich aber ganz schön besoffen gemacht. Oh, dass das Alkohol ist, was sich letzten Endes weggeknallt hat. Ja, aber die Erdbeeren, oh, die knallen halt richtig krass, ne? Er erzählt mir, dass er abhängig war, dass er sich verändert hat, dass er sich selbst nicht mehr mochte. Auch seine Freunde erkannten ihn nicht wieder. Weil mein Umfeld mich darauf hingewiesen hat, dass ich mich langsam verändere, ne? Das haben die zu dir gesagt? Ja, also... Ist mal wieder ein Snickers, du bist nicht du selber, wenn du hungrig bist. Ich habe schon sehr viel zugenommen. So. Mein Gesicht war viel dicker. Ich war einfach ein passiver Mensch so. Und dann wollte er weg von der Droge und ging in den knallharten Entzug. Die ersten Tage schwitzt du erstmal. Keine Ahnung, du merkst so langsam, du hast kein Gefühl in den Händen. Du spürst gar nicht mehr, was du so wirklich machst und so. Und dann Kopfschmerzen erstmal... Dein Herz schlägt manchmal schnell. Ja, du liegst am ersten Tag da. Um 0 Uhr fängst du an zu schlafen. Oder versuchst es. Davor nimmst du zu. Er schildert gerade, das, was er schildert. Er schildert gerade jeden harten Entzug: Heroin, Kokain, Alkohol, alles. Oder eine Trennung. Okay. Eine Trennung von Drogen, ja. Von seiner Liebsten. So. Haust rein, Doro. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Falls du vorhin nicht auf den Follow-Button geklickt haben solltest, ich gebe dir den Tipp, tu es, dann verpassen wir uns auch nicht mehr. Ich wünsche einen wunderschönen Freitag und dann auch ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns nochmal. Pass auf dich auf. Jetzt verpiss dich, damit ich dich vermissen kann. Tschüss. Züge und schläfst ein wie ein Baby. Und dann versuchst du das ohne und bleibst die ganze Nacht lang wach, bis 6 Uhr. Guckst auf die Uhr und denkst, Alter, du guckst auf die Uhr? Okay. Und dann, wenn du aufwachst, der erste Weg ist zur Toilette. Bücken. Kotzen. Ziffernblatt, Zeiger, bleib mir stehen! Dass du selber davon angeekelt bist. Ja, natürlich. Das ist das Ekligste, was es gibt. Was steckt also wirklich in dieser ekligen Droge? Ich schicke alle Liquids, die ich bekommen habe, zur Untersuchung in ein Labor. In meiner Recherche Wir haben leider keine, bis zum heutigen Tag, keine Ergebnisse bekommen, aber eine sehr kryptisch formulierte E-Mail von den Angestellten im Labor. Die so aufgemacht, Digga, guck mal, lass mal gleich wegquarzen den Scheiß. Muss ich dann auf Suleiman und ich besuchen ihn. Voila, diese Idioten schicken uns immer wieder auf neue Drogen, Alter. Wir brauchen selber gar nicht kaufen. Alle harten Drogen in seinem Leben genommen. Nein, der Typ ist auch. Er weiß, was es heißt, einen harten Entzug durchzumachen. Doch dieses CBD-Liquid war für ihn nochmal eine ganz andere Liga. Uwe erzählt mir, dass er schon im Gefängnis saß. Heute macht er mit Jungs aus seiner Nachbarschaft TikTok und Klönschnack. Uwe raucht E-Zigaretten. Ihn auf TikTok kann ich mir schon ein Bild vorstellen. Wir brauchen nie wieder dieses sogenannte CBD-Liquid. Mit dem CBD habe ich so meine schlechten Erfahrungen gemacht. Ne? Was heißt das? Ja, das war sehr teuer und man konnte die Wirkung nicht so richtig einschätzen, wie das war. Man hat Tag und Nacht vor sich hingepafft. Ne? Mhm. Und dann, wenn man mal 3 Stunden nichts hatte, dann ist man gleich entzügig geworden und alles, das kannte ich noch nicht mal vom Heroin. Ne?
Ich habe über 20 Jahre Heroin genommen, ne? Wenn ich jemandem sage, boah, was Heroin, dann sagen alle so, boah, alter Heroin, das nimmst du dir mit einer Nadel, ja, so, das ist heftig. Kokain, das ist heftig. CBD Liquid klingt total harmlos. Ja, es klingt total harmlos, ist aber nicht harmlos. Also mich hat das in 4 Monaten hat mich das ruiniert. Kannst du mir das beschreiben, wie der Vergleich mit Heroin ist? Wie hast du Heroin konsumiert? Ich habe Heroin konsumiert, ich habe 16 Jahre gespritzt und dann habe ich keine Adern mehr gehabt und dann habe ich angefangen, das per Nase zu ziehen. Und ist der Prozess normalerweise nicht sogar andersrum, dass die Leute erst das Schnupfen anfangen und dann sich die Spritze geben, um das direkt da reinzukriegen? Nee, ich glaube wirklich erst die Nadel. Echt? Also ich weiß, dass viele Leute irgendwann anfangen halt, ne, dass sie Hand, also wenn sie in die Arme nicht mehr reinkriegen, dann Hand drücken, dann wird zwischen den Zehen versucht, manche versuchen das ja anscheinend auch in den Hals und, oh, meine Fresse, Alter. Das ist richtig krank, das ist richtig, richtig eklig. Wenn du so süchtig bist. Wenn deine Arterien und Venen so vernarbt sind von den ganzen Nadeln, die du dir über Jahre lang reingestochen hast, nur um seine Sucht zu befriedigen. Das ist schon heftig. Absolut nicht schön, Digga. Und die Leute tun mir zum Großteil auch einfach leid, dass sie so reingerutscht sind in so eine eklige Scheiße, Alter. Ja, weil sie ja auch nochmal an dieser Sucht hängen. Das ist ja wirklich. Viele sind halt einfach im viel zu jungen Alter reingerutscht, wo die meisten es gar nichts dafür können, zumindest nie viel. Einfach falsche Kreise, schlechtes Elternhaus, whatever. Und das ist einfach absolut traurig. Ja. Dogshots, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja wirklich um eine Substanz, die als CBD-Liquid verkauft wird, aber letzten Endes mit CBD überhaupt nichts zu tun hat. Und Hals ist das Gefährlichste ja natürlich, wenn du dir in die Halsschlagader mit einer Nadel irgendwie, meine Fresse, das ist, aber Menschen machen das. Dann habe ich 10 Jahre noch, gut 10 Jahre habe ich durch die Nase Heroin gezogen. Also wirklich, ich sitze hier gerade mit jemandem. Der Merch ist geil, oder Bastel? An dieser Stelle können wir ja mal für mein eigenes super mega abhängig machendes Zeug werben. Hier, Merch. Ups, ich habe einen Hashtag noch dazu gemacht. Ausrufezeichen Merch. Könnt ihr mal euch mal drauf umschauen? Meine Mausi hat gestern hat einen Tag genommen und hat da ein bisschen neuen Kram hinzugefügt. Und wir haben jetzt Bundles. Guckt ihr euch unbedingt an. Auf den Bundles sind 25% Rabatt. Richtig geiler Scheiß dabei. Uwe, jetzt 5 Minuten kennengelernt. Und Uwe sagt mir knallhart, der vergleicht gerade Heroin mit CBD Liquid. Ja. Das verstehe ich richtig. Und du bist gerade nicht, ich sag's mal ganz ehrlich, du bist jetzt nicht drauf oder so. Nee, absolut überhaupt nicht drauf. So, du weißt, du bist ja. Ich habe heute noch gar nichts konsumiert. Okay. Ich bin der Meinung, Oh, der flüchtende Blick gerade, hast du ihn gesehen? Nee. Nachdem, ich habe heute noch gar nichts konsumiert. Da war aber der Blick schon fast so sehnsüchtig. Pass mal auf, die Aussage, die er trifft. Ich habe gerade gar nichts konsumiert und dann kommt dieser Seitenblick, der Suchende. Überhaupt nicht drauf. So, du weißt, du bist ja. Ich habe heute noch gar nichts konsumiert. Okay. Gesehen? Ja. Das ist genau, bestimmt dort, wo das Zeug halt ist. Aber das ist auch alleine, dass er im Kopf sozusagen innerhalb von einer Zehntelsekunde diesen Weg durchgeht, wo er dann praktisch sich den Scheiß besorgt oder wie er das macht. Also es ist eine visuelle Handlung, die kurz in seinem Kopf stattfindet. Das ist aber so ein typisches Suchtverhalten einfach, ne? Ja. Also wir hoffen mal, dass er bis jetzt nur Cannabis konsumiert, ne? Und weil er hat ja von allem irgendwie einen Entzug gemacht, ne? Hoffen wir nicht, dass er wieder damit angefangen hat. Naja, die meisten Süchtigen suchen sich eine Ersatzsucht, wenn sie so eine Art Therapie machen. Und die meisten bleiben ja dann wieder beim normalen Zigarette rauchen, aber das ist ja auch eine Sucht. Der ist ja gerade am Zigarette rauchen die ganze Zeit so, ne? Ja. Und da möchte ich auch ehrlich gesagt nicht unbedingt wissen, was drin ist, weil. Nee, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, wie wenn er Gift rauchen würde. Ja, natürlich. Ja klar, E-Zigarette ist auch nicht das Geiste. Ne? Also, nee, generell jegliches Ding, ob das jetzt eine E-Zigarette ist oder ob das Shisha ist oder normales Rauchen oder ob das Alkohol trinken ist. Deswegen habe ich gesagt, allgemein Rauchen ist halt, sollte man unterlassen so, aber wenn du dich davon von Heroin oder sowas abbringen kannst, dann rauch von mir aus. Dann dann natürlich, dann sagt man, das dann eine ist halt weniger scheiße als das andere, ne? Aber es ist allgemein sehr, sehr schade. Besser als an der Nadel zu hängen, wieder auf der Straße zu landen, 100%. Ne? Also, ja. Obwohl ich fast vermuten würde, dass er zu seinen Heroinzeiten wahrscheinlich sogar ein stabileres Leben hatte, als das, wo das CBD ihn rausgeknallt hat. Das kann sein, ja. Hat er ja auch so gesagt, dass er das nicht mehr von Heroin kann, dass das in 4 Monaten ihn komplett ruiniert hat. Und das ist schon krass. Weil, habe ich schon öfter, man liest ja in der Schule hier die, Kinder von Bahnhof Zoo.
Und da wird ja ein recht extremes Bild. Bei den meisten ist es ja mit Heroin gar nicht mal so, dass die so mega krass abstürzen, sondern dass sie sogar erstaunlicherweise ein recht stabiles Leben führen. Aber sobald sie dann diese Sucht vielleicht durch eine andere Sucht ersetzen, oder sei es dann vielleicht auch nur dieser nur der simple Alkoholismus, der sie dann letzten Endes komplett zum Abstürzen bringt. Also ist natürlich eine Kombination, ne? Es ist schon... Allgemein auch das Aufwachsen. Es gibt ja wirklich Extremfälle, wo Kinder aufwachsen, wo der Vater sich 12 Uhr eine Bahnküste auf den Fliesentisch legt. Weißt du, die Fälle gibt es ja wirklich. Ja, ja. Die sind halt da. So, die gibt es auch 100 Meter von mir entfernt in den Plattensiedlungen. So, wenn du so aufwächst, dann ist das halt was ganz anderes, was ich gewohnt bin, ne? Ja. So, das kannst du nicht vergleichen. Man kann sich da auch nicht hineinversetzen. So, also ich nie. Das geht nie. Ja. Doch, Schatz, ich muss dir ein bisschen widersprechen. Er schreibt nämlich, meiner Meinung nach ist so gut wie jeder selbst an seiner Drogensucht schuld. Ich sag mal, in 99% der Fälle haben sie sich selbst frei entschieden, Drogen zu nehmen. Und jede Sucht ist meiner Meinung nach eine Kopfsache. Wenn ich sage, ich nehme jetzt irgendwas, dann muss ich auch jederzeit sagen können, ich höre damit auf. Also kein Mitleid für Leute, die sich selbst für Drogenkonsum entschieden haben. So einfach kann man sich das leider nicht machen, Doc Shorts. Es gibt einmal die körperliche Abhängigkeit und es gibt die psychische Abhängigkeit von Drogen. Und bei der psychischen Abhängigkeit kann man schon eher von einer Kopfsache sprechen. Aber wenn du so einfach da rangehst, dann kannst du ja auch einfach sagen, naja, jeder, der Depressionen hat, ist ja eine Kopfsache. Dann sagst du einem Menschen, der Depressionen und Suizidgedanken hat, hey, guck doch mal dein Leben an. Du hast viel Geld auf dem Konto, du hast eine schöne Frau, du hast 2 schöne Kinder. Dein Leben ist total in Ordnung. Wieso hast du Depressionen? Hör doch auf zu heulen. Krieg dein Leben in den Griff. Ist auf jeden Fall die falsche Art und Weise ranzugehen. Ich stimme dir zu, dass viele, die drogensüchtig sind, auch eine nicht unerhebliche Mitschuld daran tragen, dass sie in dieser Drogensucht sind. Das hat aber viele Einflüsse. Und die meisten Drogen sorgen nun mal dafür, dass die geben dir etwas, was du im normalen Alltag nicht haben kannst. Nicht umsonst ist Alkoholismus eine der größten Volkskrankheiten, die wir zum Beispiel auch in Deutschland haben oder generell auf diesem Planeten. Alkohol ist eine jederzeit verfügbare Droge, so wie Zigaretten auch. Alkoholismus wird bei uns in der Gesellschaft aber bei weitem nicht so krass thematisiert wie andere Drogen zum Beispiel. Alkoholismus, sich jedes Wochenende die komplett abzuschießen, wird nicht halb so schlimm gesehen wie jemand, der sich eine Nadel gibt. Ich habe mich damals auch selbst entschieden zu rauchen, Alkohol zu trinken, Cannabis zu rauchen und mich auch von heute auf morgen entschieden, dass ich aufhöre, außer mit Dampfen. Dampfen ist mein Hobby. Weißt du, Dogshots, wenn du das geschafft hast, ist das sehr, sehr gut. Ich habe auch eine ganze Zeit lang sehr viel Alkohol getrunken und ich habe gesehen, was das mit mir und auch mit meinem Bekanntenkreis gemacht hat. Das hat niemand gemerkt von außen, also meine Mutter weiß es nicht. Aber bin ich mir ziemlich sicher, an dem Punkt, wo ich es noch hätte rumreißen können, vom normalen Menschen zum Alkoholiker, habe ich das Steuer noch rumgerissen. Ich hätte da drauf bleiben können und hätte das weitermachen können. Und einer von meinen Bekannten ist mit 28 gestorben, bei der Hilfe von einem Umzug. Ob das jetzt an seinem übermäßigen Zigarettenkonsum oder anderen Sachen liegt oder ob das auch mit dem Alkohol zusammenhängt, er ist auf jeden Fall im sehr jungen Alter gestorben. Ist ein Zeichen, damals als ich mich dann auch von dieser ganzen Gruppe getrennt habe, einer von meinen Kumpels hatte schon eine angehende Leberzirrhose und das war mit 16, 17. Ich bin mit 17 aus diesem ganzen Ding raus, wenn man mit 17 eine angehende Leberzirrhose hat. Das ist nicht so geil. Und ich stimme dir zu, dass viele von den Leuten, die drogenabhängig sind, dass natürlich gewisse mentale Schwäche vielleicht da ist, ja, dass diese Leute vielleicht nicht so einen gefestigten Charakter haben, dass sie die Kraft besitzen, wegzukommen von den Drogen. Da stimme ich dir zu. Aber das ist keine Schwäche, über die ich mich, die ich herabwerten muss. Weißt du, wie ich das meine? Ich kann denjenigen dafür angreifen, es bringt mir aber nichts. Weil ich werde denjenigen durch diesen Angriff definitiv nicht in eine Position bringen, dass er sagt, weißt du was, ich will nicht ständig von dem angegriffen werden, ich lehne mich jetzt gegen diese Krankheit auf oder gegen diese Sucht auf, sondern die Leute werden genau das Gegenteil tun. Alle greifen mich an, alle hassen mich, die Welt ist böse, dann geben sie sich wieder einen Schuss oder sowas. So kann man Drogen leider nicht bekämpfen. Bei Alkoholikern habe ich selber schon gesehen, dass manchmal das Einzige, was hilft, wirklich ist, dass sie alles verlieren, ja. Dass sie wirklich diesen freien Fall und dass sie unten aufschlagen. Und dass sie kurz vorm Aufschlag, wenn sie alles verloren haben, Familie, Haus, Hof, Geld, Freunde, Zuneigung, menschliche Interaktion, dass sie dann ganz kurz vorm Aufschlag, wo sie noch die Möglichkeit haben, die Arme auszustrecken, den abzufangen, dass sie dann diese 50-50-Chance haben. Ich gehe den Weg und ich mache jetzt weiter mit den Drogen oder ich gehe den Weg und erkenne, dass das Problem in mir liegt und nur ich kann was ändern. Niemand sonst kann meine Sucht ändern.
Und das, also es sind nur 50-50, ja? Wahrscheinlich eher sogar, keine Ahnung, 70-30 oder sowas, weil die Sucht ist halt super stark. Aber das ist manchmal das Einzige, was den Leuten hilft, diese Sache zu überwinden. Es hilft aber nicht bei jedem. Und ja, schon irgendwo jemand, der Drogen nimmt, entscheidet sich irgendwo dazu. Ist aber, man kann sich das zu einfach machen. Depressionen kann man sich nicht entscheiden. Naja, rein theoretisch kannst du dich gegen Depressionen entscheiden. Weißt du, wenn man so rangeht, dann könnte man halt sagen, na, wieso hast du Depressionen? Ist doch alles gut. Weißt du, wie ich meine? Und manche Menschen sind wirklich sehr empfänglich und sehr, sehr leicht beeinflussbar und sprechen auf solche Substanzen an oder auch was da zusammenhängt. Diese Gruppenzugehörigkeit, die ja gerade am Anfang für Leute der Einstieg ist. Also die wenigsten werden ja zum Drogensüchtigen in irgendeiner Fixerhöhle, sondern die meisten werden zum Drogensüchtigen im Freundeskreis, wo alle das so ein bisschen machen und alle hängen zusammen und sie haben dieses eine, ja, ein bisschen verbotene Ding und das darf keiner wissen und alle halten zusammen, weißt du? Und aus diesem freundschaftlichen, intimen, familiären Kreis entwickelt sich das raus und dass irgendwann die Leute auf dem Bahnhof sitzen und sich gegenseitig beklauen. Aber so rutscht ja keiner in die Abhängigkeit. Sondern das startet ja meistens mit kleinen Schrittchen. Wieso gibt es Schnabels nicht als Emote? Gibt's, Buster? Gibt's. Oder nee, die Schnabels gibt's nicht als Emote, das sind die Kanalpunkte, so ist es. Ich werde das vielleicht eines Tages als Emote reinbringen. Nicht jeder besitzt die Resilienz, sich da selbst rauszuholen, eben. Das ist auch unendlich schwer, ja. Also, ich stimme dir zu Teilen zu, aber man sollte es sich nicht so leicht machen. Weil ich kenne jetzt ihn hier nicht, also ich kenne jetzt den guten Willi hier nicht. Mich dann praktisch in eine Position zu begeben, du bist doch selber schuld. Ja, okay, selbst wenn ich recht hätte mit der Aussage, bringt uns das in der Problematik nicht weiter, ihn vielleicht von den Drogen wegzubekommen, weil vielleicht kann er einen sehr positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten, aufgrund seiner Erfahrung. Ich meine, ich glaube, du würdest eher ihm zuhören, wenn es um die Erfahrung mit Drogen geht und wie scheiße Drogen sind, weil der Typ hat sich halt 20 Jahre Schore gespritzt oder hat 20 Jahre Schore konsumiert, 16 Jahre davon gespritzt. Der kennt sich mit jedem Scheiß aus. Ich bin an dem Mist teilweise nur vorbeigelaufen. Weißt du, wie ich meine? Weil der Typ hat einen ganz anderen Blick und kann das besser vermitteln als ich. Und ich find's geil, wenn wir solche Leute auch wieder zurückholen können in unsere Gesellschaft und sie mit einbinden können, weil sie eben einen sehr wichtigen Input haben und uns viel helfen können. Zum Beispiel bei einer Debatte wie Legalisierung von gewissen Drogen. Legalisierung von Cannabis. Eine Änderung des Strafsystems. Eine Änderung des Umgangs mit Suchtkranken. Allgemein Suchtkranken. Also vielleicht auch Spielkranken, ja, Spielsüchtigen. Dass man da vielleicht auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft schaffen kann. Dass man irgendwann mal erkennt, aha, das ist das Problem, aber das lösen wir nicht dadurch, dass wir das so und so machen, sondern wir müssen es ein bisschen anders machen. Das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel das Thema Pädophilie ja schon ein paar Mal aufgegriffen habe im Stream, weil ich das sehr wichtig finde. Weil jeder hat eine sehr, teilweise sehr emotionale Meinung dazu. Wenn man dann aber den Leuten mal sagt, du pass mal auf, so und so könnte man es vielleicht auch mal anders betrachten, dass die Leute sagen, du hast mir gerade die Augen dafür geöffnet, das habe ich vorher so gar nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass ich in eine Einbahnstraße gerannt bin und letzten Endes mich in Ungerechtigkeit verstrickt habe und da teilweise über das Leben von Leuten entscheide, die überhaupt nie irgendwas getan haben. Ich bin der Meinung, dieses CBD ist sehr gefährlich, ne? Vor allen Dingen gerade für die Jugend, weil ich sehe, wie die Jugendlichen darauf abgehen. Ne? Er war ja auch mal jung. Wie bist du denn da rangekommen? Ich meine, ich bin dadurch die Leute, die bei mir verkehrt haben, rangekommen. Ne? Die haben alle CBD geraucht. Und dann habe ich das auch angefangen und das hatte mir ganz gut gefallen. Mhm. Warum hat dir das ganz gut gefallen? Was war das Gute daran für dich? Dieses Angenehme normalerweise. Ne? Das war normalerweise ein angenehmer Turn. Ne? Kannst du das beschreiben, was das bedeutet, ein angenehmer Turn? Ja, Euphorie, man fühlt sich leichter. Denke ich auch, Charlie, ja. Man fühlt sich gut, wenn man das raucht. Aber man merkt nicht, dass man da immer mehr reinrasselt. Also sowas wie Nachts, einfach leicht sein und sich frei fühlen, das hast du durch normales CBD konsumieren eigentlich eher weniger. Nee, eben. Also eigentlich, also wir haben ja selber CBD-Tropfen so und ich merke da keinen deutlichen Unterschied. Ja, und spätestens dann sollte eigentlich klar sein, ich rauche eigentlich gerade kein CBD. Das ist ja wenn du dich ansatzweise mit Cannabis oder sowas auskennst, dann sollst du das wissen. Das ist ja einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auch generell
auch super selten Alkohol trinke. Jede Substanz, die meine Denkfähigkeit oder auch meine körperliche Koordination oder sowas beeinträchtigt. Also jede Substanz, die auf meinen Körper einen Einfluss nimmt, der dafür sorgt, dass ich weniger Einfluss auf meinen eigenen Körper habe, von der halte ich die Finger fern, weil ich das Gefühl nicht mag. Ich will jederzeit im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte sein und nicht irgendwo entweder, weiß nicht, mitkriegen so, irgendwie bin ich jetzt komisch drauf oder ich kann meinen Körper nicht so einsetzen, wie ich möchte. Mag ich nicht. Ist nicht mein Ding. Aber nicht jeder ist so. Und das ist auch okay so. Als ich wegen Stresserkrankung im Krankenhaus lag, wollte ich vom Arzt Gras bekommen. Das ging aber nicht. Hab mir dann ein homöopathisches Mittelchen verschrieben, frei verkäuflich in der Apotheke. Das fährt einen auch gut runter und nimmt das Stressgefühl. Aber ich bin körperlich fit, man darf Auto fahren und so weiter. Man ist auch entspannter. Ich find's halt schade, dass du aus medizinischer Sicht kein Cannabis bekommen hast, Darkshot. Weil das hätte dir sicherlich auch helfen können. Vielleicht sogar schneller oder wie auch immer. Also man sollte das natürlich austesten dürfen, ne? Antidepressiva finde ich teilweise sogar gefährlicher als Cannabis, Charlie. Nicht zum Beispiel, dann geht man schon mit Pfeifen im Bett. Wenn man wach wird, dann muss man 3-4 Mal ziehen. Also das CBD weiß ich nicht, das ist keine gute Droge. Uwe geht in einen Entzug und obwohl er schon vom Heroin losgekommen ist, war dieser Entzug für ihn der Horror. Kannst du uns im Detail, ich weiß, es ist vielleicht schwierig, aber kannst du uns im Detail beschreiben, was mit dir passiert ist? Ja, der ganze Körper, das ganze System bricht zusammen. Man geht auf Toilette, man übergibt sich und im gleichen Moment öffnet sich der Darm hinten und so. Und das ist so unangenehm und ekelhaft. Das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Das möchte ich auch niemandem zumuten. Aber das ist die letztendliche Konsequenz bei diesen Sachen, wenn man das konsumiert. Ne? Weil da läuft es drauf hinaus. Ne? Mhm. Es endet immer alles in einem schlimmen Entzug. Aber dass der so lange und drogenabhängig war? Kann es sich noch echt gut artikulieren, muss ich sagen, ne? Ja, das kommt auch darauf an, wie gesammelt er natürlich ist. Vielleicht ist er im Normalen, ist er vielleicht nicht so. Das weiß man nicht. Ich meine, jeder steckt das natürlich auch anders weg, ne? Das stimmt, aber so 20 Jahre Heroin und noch anderer Scheiß, das stecken die, würde ich mal sagen, 95% nicht so gut weg. Es kommt halt auch auf die Dosis an und alles, ne? Also das ist halt wieder auch individuell, halt, ne? Pro Mensch. Wenn wirklich alle seine Arterien vernarbt waren, dann wird das schon die wenig gewesen. Wahrscheinlich, sein, ne? Ja, wahrscheinlich. Dafür finde ich es eigentlich schon erstaunlich, wie es sich gibt, gerade zumindest so, muss ich sagen. Ah, das ist doch bloß ein Blender. Das ist einer von diesen Hartz-IV-Empfängern, der hat gesehen, Kamerateam, was macht ihr da? Wir filmen wegen Drogen. Ja, ja, ich habe 55 Jahre Drogen genommen. Wie alt sind sie denn? 41. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, 25. Wie bitte? Das ist Carsten Mähl, der ist 25 Jahre alt hier, der Mann. Lasst euch nichts erzählen. Schauspieler. Jeder Entzug ist anders und jeder Entzug ist schlimmer. Ja. Aber der von CBD, weiß ich nicht, kann man mit nichts vergleichen, absolut überhaupt nicht. Und das geht so wahnsinnig schnell. Hey, das sind bitte offen, ich sage ja 3 Stunden mal nicht gezogen und schon gehen die Magenkrämpfe los und so. Ne? Also schlimmer wie beim Heroin. Ne? Schon krank. Und dann gibt es noch sowas wie Crocodile drüben in Russland. Ja, dieses Krokodil habe ich ja auch schon. Das ist ja, das fuckt die Leute ja richtig hart ab, ne, innerhalb kürzester Zeit. Nein, da verlierst du teilweise Gliedmaßen, wenn du deine Arterien und sowas nicht triffst, ne, weil es ja alles von innen verätzt und sowas. Ja, ja. Das ist richtig schlimm. Das Zeug ist also crazy, ja. Noch schlimmer, ja. Also da kennst du, in Amerika, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren gab es in Amerika auch eine $5-Drug. Ich glaube, die hieß doch einfach mal so eine Zeit oder irgend sowas. Okay. Einfach nur irgendwelche billige Scheiße erst zusammengemixt zum Ziehen und zum Rauchen, zum Allen. Du konntest dich halt berauschen. Das ist einfach nur das billigste Scheiß zusammengemixt, Alter. Ja. Es kommt immer mehr Scheiße die Jahre. Hör bloß auf. Es ist wie Kleber schnüffeln. Kleber kostet auch nichts. Und die Leute, gibt genug Leute, die den Scheiß tagtäglich, also wirklich stundenlang inhalieren. Das ist auch nicht gut für die Birne, Alter. Die Laborergebnisse sind da und ausgewertet hat sie Professor Auf. Nee, sag mir gar nichts. Ihr kennt ihn sicherlich noch aus dem Drogenfilm von Nino. Badesalz und anderer Scheiß zusammengekippt. Okay.
Ja, aber das ist halt auch, wenn es eine Sache gibt oder zwei Sachen gibt, dann wird es immer einen Spaßvogel geben, der beide miteinander kombinieren will und das Ganze noch härter machen möchte und sonst wie. Ja. Weißt du, mit Drogen zu experimentieren, halte ich gar nicht mal für so verkehrt. Es gibt ja hier diesen deutschen YouTuber, der sich ja auch alles Mögliche irgendwie reinzieht. Der, ja. Also von Cannabis über LSD, MDMA, MDT oder wie der Scheiß auch alles heißt, der hat sich ja auch schon alles irgendwie mal gegeben. Meinst du den Deutschen hier? Ja, ja. Open Mind? Open Mind, genau, Open Mind. Hier auch, ja. Engelstrompete und so eine Scheiße. Das Probieren an sich, glaube ich, ist nicht mal das Problem. Würdest du Antidepressiva bitte mit A am Ende schreiben? Das triggert mich jetzt, Charlie. Sexy Robin! I got the Brawler! Vielen Dank für deinen Resub im 10. Monat! Ausrufezeichen Liebe für den Sexy Robin! Arr, moin moin. Moin moin, funkelnd hart. Ich denke aber, dass es bei diesem ganzen Ausprobieren und Experimentieren immer auch um dich geht, deine Einstellung und die örtlichen Gegebenheiten. Also, soweit ich weiß, man soll zum Beispiel, wenn man LSD mal probiert, sollte man das nicht machen, wenn man einen richtig beschissenen Tag hatte, weil der Trip anscheinend dementsprechend auch scheiße ist. Ganz genau. LSD kann wirklich brandgefährlich sein. Du kannst für meinen ersten Trip den Bad Trip deines Lebens. Du kannst haben, drauf hängen bleiben letzten ausgeht. Endes, dass du so eine Psychose schiebst, dass du drauf bleibst. Allein die Umgebung kann schon falsch sein, es kann schon Bad Trip sein. Ja. Und das war's. Das heißt, man müsste schon darauf achten, dass man sich mit verantwortungsbewussten Menschen sich umgibt, ja. Dass man eben nicht irgendeine Dosis sich hinterknallt, sondern dass man, keine Ahnung, minimalst sich Mengen zuführt. Keine Ahnung. Und wenn man sich wirklich mit LSD beschäftigt, dann kriegt man nur raus, dass sowas wie Speed dich wieder runterbringt von LSD, falls du einen Bad Trip bekommst. Also das bringt dich zwar anders drauf, aber du bist nicht mehr high und nicht mehr weg und hast keine Hallus mehr und bist wieder halbwegs normal. Es gibt auch Drogen, die gegen andere Drogen wieder gegenhelfen. Das ist mega interessant eigentlich, dieses ganze Thema. Ja. So, und dann ist halt die Sache, man müsste sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Dann muss man schauen, wo kriegt man es her? Kann man das irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen? Und dann, dass man, keine Ahnung, so fliegenpilzmäßig, du gehst in den Wald, sammelst einen Fliegenpilz und knallst dir das ganze Ding hinter. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ja? Weil aber zwei. Weil der eine Fliegenpilz halt hat ein bisschen mehr Inhaltsstoffe, der andere Fliegenpilz hat gar keine und du futterst den einen und sagst, so, passiert ja nichts. Dann futterst du den anderen hinterher, der hat einfach, da dröft sich Fache an Wirkstoffen und Halluzinogenen und sonst was und auf einmal, keine Ahnung, fliegst du da quer durch den Wald oder bist der Meinung, du willst auf der Autobahn Wettlauf mit einem LKW machen oder sowas. Es kommt auf die Umgebung an, es kommt auf dich an, es kommt um deine Leute, auf deine Leute an, mit denen du dich umgibst. Man sollte sich damit intensiv beschäftigen und dann wirklich ganz, ganz vorsichtig in diese Thematik reinschnüffeln, weil Rausch gehört zum Menschen dazu. Rausch sucht der Mensch, seit es den Menschen gibt. Ja, mit vergorenem Mutterkorn damals schon, was die Urform des LSDs war, mit Alkohol, mit anderen berauschenden Substanzen, mit Weihrauch, mit Zigaretten, auch Tabak ist ein Rauschmittel. Damals haben wir das zum Rausch konsumiert, ganz eben. Klar. Ja, oder wir haben das damals nie geraucht. Oh ja, meine Nerven sind jetzt beruhigt. Oder man kaut es. Ja. Oder so wie auch in Afghanistan diesen Mohnteig, sage ich jetzt mal. Ne? Oder Peyote oder keine Ahnung was. Oder Kokablätter. Kokain wird aus Kokablättern hergestellt. Die Leute, die das anbauen, die stecken sich das im Mund und kauen drauf. Das ist bei denen Allheilmittel gegen alles Mögliche. Unter anderem auch Zahnpastaersatz und ganz normaler Kaugummi in dem Sinne. So, es ist halt, ja, man muss halt wirklich aufpassen. Also ich habe prinzipiell gar nicht mal so ein großes Problem, wenn jemand ausprobiert, aber dieses komplett sorglose, ich schmeiße mir mal komplett zwei, drei Pappen hinter und dann gucke ich mal, was passiert, dann braucht man sich, glaube ich, echt nicht wundern, wenn echt was schief geht oder der eine Kumpel am nächsten Morgen nach dem Rausch an seinem eigenen Erbrochenen erstickt ist, so. Ist übrigens mit einem ehemaligen Gitarristen mit Bon Scott ist es, glaube ich, passiert. Von AC/DC. Der ist durch Alkohol gestorben, an seinem eigenen Erbrochenen ist er erstickt. Also, man muss aufpassen. Ja. Kate, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Arbeiten. Pass gut auf dich auf. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Freitag und ein wunderschönes Wochenende und dann einen schönen Urlaub, Mausi. Ziehst du durch, kriegst du hin. Und Franzi, was wir für Themen haben, was war die Frage? Ihr habt ja interessante Themen. Ja, wir haben immer interessante Themen, Mausi. Wie es mir geht's eigentlich ganz gut. Jetzt, wo du da bist, natürlich viel besser. Wie geht's dir? Hallo Azael, einen wunderschönen. Ach, nicht dafür, mein Guter. Nicht dafür. Gern geschehen, Mann.
Ich habe geschaut, ich habe gesehen, du bist live und dann habe ich die Leute rübergeschickt. Waren ja eh nicht mehr ganz so viel. War gestern auch wieder so lang gemacht. Ein guter Vergleich, denn jede Droge sollte man wie einen Fliegenpilz behandeln, wenn man schon vorhat, sie zu nehmen. Bin mit Alkohol so. Ich trinke zum Beispiel sehr gerne einen Absinth oder einen Martini. Und Absinth wissen wir alle, Absinth geht, keine Ahnung, bei 55% los. Also drunter trinke ich ihn auch nicht, weil dann schmeckt er auch nicht. Jetzt ist die Frage, nehme ich mir ein, so ein Gläschen Absinth? Also das ist halt der Absinth mit Wasser für den, ja? Oder baller ich mir die halbe Flasche hinter? Nur wenn ich mir die halbe Flasche hinterknall, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich deswegen im Krankenhaus landen sollte. Mir reicht einer. Ich brauche das nicht mal zum Berauschen, sondern eigentlich nur, dass ich auf einen gewissen Pegel komme. Wenn ich ein Bier trinke oder wenn ich Alkohol genieße, dann trinke ich zum Beispiel 2 Schwarzbier oder sowas. Das reicht mir. Das reicht mir vollkommen aus. Ich kann dann immer noch so weit klar denken und habe meinen Körper noch so weit im Griff, dass ich, alle Viertelstunde zum Klo rennen muss, weil Bier treibt. Aber dann gehe ich definitiv nicht raus, Fahrrad fahren oder sonstiges. Und so selten, wie ich Alkohol trinke, einmal im Jahr vielleicht, wenn überhaupt. Dir geht's ganz okay. Schlechten Menschen geht's immer gut. Unkraut vergeht nicht, Franzi. Unkraut vergeht nicht. Es fällt nicht auf, dass du betrunken bist, wenn du immer betrunken bist. Ah, das klingt sehr nach russischer Logik. Doc Schatz, kommst du aus Russland? Stereotyp bedient. Also prinzipiell, die Suche nach Rausch finde ich gar nicht problematisch oder auch das Probieren nicht. Es kommt drauf an, wie man es macht, würde ich sagen. Super, grüß Sie, hallo. Sie haben die Proben bekommen, richtig? Was ist da drin? Sie haben die Probe bekommen, richtig? Im Hintergrund, Digga, das Zeug ballert übelst. Proben? Was für Proben? Nein, nein. Digga, komm rüber, Willi. Sonst ist nichts mehr übrig für dich. Da kommt Schöpfer aus der Steckdose, halt sie fest. Also in beiden Flüssigkeiten sind ADB-Butidaca drin. Das heißt? Ist ein synthetisches Cannabinoid, was dem MPSG auch unterliegt. Also das ist ein verbotener Stoff. Aha. Die Wirkung dieser Stoffe wird eben über das gleiche System vermittelt, über das auch die Cannabis-Wirkung vermittelt wird. Deswegen Cannabinoide. Das bedeutet, ja, dass man also ähnliche Zustände wie nach Cannabis-Rauchen erreichen kann damit. Es gibt aber eben auch Unterschiede. Die bestehen darin, dass diese synthetischen Stoffe ja zwar ins gleiche Rezeptorsystem eingreifen, aber viel stärkere Wirkungen verursachen können, wenn sie hochdosiert werden. Und deswegen sind die auch gefährlicher. Deswegen gibt es auch Todesfälle mit diesen Stoffen und eben schwere Vergiftungen, die man bei Cannabis so in der Form nicht sieht. Die Gefahr. Ja, und dann sehen wir schon mal den großen Unterschied. Der Ron schreibt es nämlich gerade, das ist schon mal psychoaktiv. Richtig. CBD ist an sich so nicht psychoaktiv, soweit ich weiß. Und dann, das wäre wieder so ein Punkt, wo, sobald ich merke, dass da so eine krasse Veränderung stattfindet, würde ich mir mal Gedanken machen, was ich da überhaupt rauche. Besser gesagt, das hätte ich mir schon vorher gemacht, diese Gedanken. Man zu hoch dosiert, ist halt höher. Da muss nicht gleich was passieren, aber es kann halt was passieren. Was bei auch versehentlichen Überdosierungen mit diesen Stoffen passiert, ist, dass die Leute zum Beispiel plötzlich bewusstlos werden. Das ist was häufig auftritt. Manche Patienten haben dann auch Krampfanfälle zum Beispiel, die gefährlich sein können. Mhm. Und es gibt eben dann auch quasi plötzliche Todesfälle, wo man nicht so genau weiß, woran das liegt. Das macht eben ein Unterschied in der Wirkqualität aus, der letztlich dazu führt, dass man mit diesen Stoffen im Gegensatz zu Cannabis eben häufiger schwere Vergiftungen sieht und auch Todesfälle. Aus meiner Sicht gibt es wirklich keinen vernünftigen Grund, dieses Zeug da zu rauchen, oder die synthetischen Cannabinoide. Das sind wirklich... So schön ausgedrückt, keinen vernünftigen Grund. Das ist die Gruppe der übelsten Stoffe, die würde ich also unter keinen Umständen konsumieren. Tja, und trotzdem boomt der Markt. CBD Liquid ist eine Horrordroge. Ohne das natürliche CBD, sondern synthetisches Gift, was euch kaputt machen kann. Gift? Uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Habt ihr vielleicht auch schon CBD Liquid geraucht und dachtet, okay, da ist CBD drin, und im Nachhinein hat sich herausgestellt, Alter, ich rauche hier die ganze Zeit irgendwie synthetische Cannabinoide. Uns interessiert auf jeden Fall eure Meinung und eure Erfahrung, und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal von Steuerung F abonniert und klickt gerne mal durch. Mir kann es nicht passieren, weil ich nicht Raucher bin. Von daher bin ich. Bei mir kann es nicht passieren, weil ich über 50 IQ-Punkte habe und lebensfähig bin.
Na, mit den 50, da müssen wir nochmal diskutieren, beide. Stimmt, 150, I'm sorry. Digga, du bist ja fast so smart wie Elon Musk. Übrigens, Elon Musks Intelligenzquotient wird zwar im Internet immer gerne mit, glaub 130 plus oder sowas angegeben, in Wahrheit wurde der noch nie ermittelt. ist also ein Hoax. Du kannst jetzt gerne die Spiegel-TV-Dingens reinhauen. Ach so, ja. Also, ganz ehrlich, ich hoffe ganz, ganz, ganz inständig, dass niemand von euch da draußen den Scheiß irgendwie konsumiert. Also wenn, dann baut euch ein richtiges Tütchen mit vernünftigen Gras, das nicht irgendwie chemisch nochmal nachbehandelt wurde. Bitte, 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 für eure Gesundheit. Dann raucht halt das natürliche Zeug. Weil wir haben das ja letztens. Zeit davon, sehe ich gerade. Sorry. Ah, okay. Weil wir haben das ja neulich schon gehabt, dass auch gerade das Weed heute viel stärker ist als das, was es früher gab. Und dann natürlich noch die Komponente, dass es jetzt dieses chemisch Gestreckte gibt. Macht's bitte nicht.